Komoot ist ein Outdoor-Navi, aber vor allem auch ein Routenplaner. Um den vollen Umfang von Komoot nutzen zu können, solltest du dich unbedingt mit der Planung eigener Routen am PC beschäftigen. Der Routenplaner von Komoot ist kinderleicht zu bedienen. Wie er aufgebaut ist und wie du deine eigene Tour planst, will ich dir in diesem Tutorial zeigen. Hallo, ich bin Thomas und in meinem Kanal Harzer Bergwald dreht sich sehr viel um Navigation und Trekking mit elektronischen Hilfsmitteln. Komoot ist ein Outdoor-Navi und hält eine Vielzahl von Möglichkeiten bereit, Touren zu suchen, zu planen, zu exportieren oder importieren oder nachträglich zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Meine Tutorial-Serie soll dir helfen, Komoot zu verstehen und umfänglich anwenden zu können. Ich veröffentliche regelmäßig neue Anleitungen rund zum Thema Outdoor-Navigation. Abonniere doch am besten meinen Kanal, das geht ganz schnell rechts unter dem Video, und aktiviere die Glocke, damit du kein Video von mir verpasst. In diesem Video wirst du die Routenplanung auf dem Desktop im Browser kennenlernen. Deine Wege selbst zu wählen und den Routenverlauf selbst zu bestimmen, ist ein weiterer Fortschritt in deiner Entwicklung als Nutzer von Komoot. Deshalb zeige ich dir heute den Aufbau des Routenplaners, seine Verwendung und gebe dir einige Tipps zur entspannten Nutzung. Hast du vielleicht noch Anregungen und Ergänzungen? Dann schreib mir dazu doch einfach in den Kommentaren. Alles, was du nun für dieses Tutorial brauchst, ist ein Browserfenster, in dem du Komoot geöffnet und dich eingeloggt hast. Bist du fertig? Dann lass uns anfangen. Starte den Routenplaner über den Menüpunkt in der oberen Leiste. Lass mich kurz den Aufbau des Fensters erklären. Direkt unter der Menüleiste kannst du die Seitenleiste und das Höhenprofil der Tour ein- und ausblenden. Wenn du erste Schritte der Planung vollziehst, werden die Button an Smartphone senden und Tour speichern rechts oben aktiv. Premium-Nutzer sehen dort den Button Mehrtagestour planen. In der linken Seitenleiste findest du die Werkzeuge der Routenplanung. Auf der rechten Seite sind die Steuerelemente der Karte, das Zentrieren, Zoom-In und Zoom-Out sowie die Kartenlayer zu sehen, die sich zwischen Komoot Maps und Komoot Premium unterscheiden. Wenn du mehr über Komoot Premium erfahren möchtest, empfehle ich dir das Video oben rechts. Unten in der Mitte des Routenplaners erscheint, so wie du die erste Route geplant hast, das Höhenprofil dieser Route. Fassen wir den Aufbau noch einmal kurz zusammen. In der oberen weißen Leiste schaltest du die Seitenleiste und das Höhenprofil ein und aus. Ganz rechts sendest du die Route ans Smartphone oder speicherst sie. Links ist das Werkzeugfenster des Planers, rechts die Kartensteuerung und unten das Höhenprofil. Jetzt erkläre ich dir die Werkzeuge in der linken Seitenleiste des Routenplaners. Durch Klick in das Suchfenster kannst du einen gesuchten Ort eintragen, deine aktuelle Position oder gemerkte Orte zur Planung nutzen. Das Suchfenster hat eine Autovervollständigungsfunktion. Du kannst die Suche mit Buchstaben, Silben oder Worten beginnen und Komoot schlägt dir zu deinem Begriff Orte unter dem Suchfeld vor. Schließe das Suchfenster über das X daneben. Unter dem Suchfenster kannst du die Orte ein- und ausschalten, die auf der Karte angezeigt werden. Ich unterscheide zwischen Highlights, die von Nutzern angelegt wurden, und Elementen, die beispielsweise aus OpenStreetMap ausgelesen werden. Highlights werden mit einem roten Symbol zur gewählten Sportart angezeigt. Sportartfremde Highlights durch einen einfachen roten Punkt. Elemente sind immer ein weißer Kreis mit einem schwarzen Symbol. Durch einen einfachen Klick in der Liste schaltest du die Anzeige ein oder aus.
Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Die angezeigten Highlights und Elemente kannst du zur direkten Planung auf der Karte verwenden. Dazu kommen wir später noch. Als nächstes legst du die Sportart für deine Route fest. Das ist gleichzeitig wichtig für die Wegfindung und Vermeidung. Für Radfahren gibt es mehrere Unterarten zur Auswahl. Welche Radsportart zu welchen Planungsergebnissen führt, habe ich in dem sehr aufwendigen theoretischen Video oben rechts getestet. Unter der Sportart wählst du deinen Fitnesslevel. Dies spielt bei der Berechnung der Geschwindigkeit und Dauer der Route eine Rolle. Der nächste Punkt ist wichtig. Hier legst du fest, ob du von A nach B gehst oder ob Start und Ziel gleich sind. Dann folgen die Wegpunkte deiner Tour. Du kannst diese in der Reihenfolge verschieben, sie löschen, die Richtung der Tour umkehren und weitere Wegpunkte hinzufügen. In dem weißen Kreis kannst du die Off-Grid-Planung einschalten. Wie diese Planung ohne Wege funktioniert, zeige ich dir im Video oben rechts. Fassen wir noch einmal das über die linke Seitenleiste Gelernte zusammen. Du kannst das Suchfenster nutzen, dort die Anzeige von Highlights und Kartenelementen steuern, die Sportart, deine Fitness und den Routentyp festlegen. Wegpunkte lassen sich in der Reihenfolge ändern und die Richtung der Tour umkehren. Wegpunkte für das Routing setzt du über das Suchfenster durch die Auswahl eines Suchergebnisses, durch Klick auf ein Highlight oder Kartenelement oder durch einen einfachen Klick auf die Karte. Wähle dann die Funktion als Start, Ziel oder Wegpunkt. Diese Auswahl kann später immer geändert werden. Beachte bei Highlights, dass Highlights Orte oder Abschnitte sind. Wählst du einen Abschnitt, so wird dieser vollständig in die Route aufgenommen. Setze einen zweiten Punkt, um deine erste Route zu erzeugen. Bei Punkt-zu-Punkt-Routen heißt der neue Punkt B und stellt das Ziel dar. Bei Hin- und Rücktouren gibt es nur A als Start und Ziel. Alle weiteren Wegpunkte werden auf beiden Routentypen nummeriert dargestellt. Jetzt wird unten das Höhenprofil eingeblendet und in der Seitenleiste findest du direkt unter den Wegpunkten die geschätzte Dauer der Tour, die Länge und die Höhenmeter. Darunter steht eine grobe Einschätzung der Schwierigkeit, wie du sie von der Tourensuche aus dem Tutorial oben rechts kennst. Die Anteile der Wegetypen und Beschaffenheit geben dir eine Einschätzung über Wege deiner Route. Die Durchschnittsgeschwindigkeit resultiert aus deinem gewählten Fitnesslevel. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieses Kapitels zusammen. Wegpunkte kannst du über die Suche, durch Klicken auf Highlights und Elemente oder durch Klick auf die Karte setzen. Mindestens zwei Wegpunkte erzeugen eine Route. Den Tourverlauf kannst du auf verschiedene Weise ändern. Dies kannst du über das Setzen eines oder mehrerer neuer Wegpunkte erreichen. Gehe wie gelernt vor. Jetzt kannst du den Wegpunkt als das neue Ziel definieren oder ihn auf der Route platzieren. Setzt du ihn als das neue Ziel, wird die Route über das alte Ziel zu deinem neuen Punkt gelenkt. Fügst du ihn nur der Route hinzu, lenkt Komoot die neue Route über diesen Punkt. Eine andere Möglichkeit, den Verlauf der Route zu ändern, ist das Verschieben eines Punkts auf der Karte. Fahre dazu mit dem Mauszeiger über die gewünschte Stelle auf der Route und warte, bis ein blauer Punkt erscheint. Klicke und halte links gedrückt und ziehe den Punkt auf einen Weg deiner Wahl. Sowie dein Mauszeiger über einem Weg ist, zeigt dir im Komoot den möglichen neuen Routenverlauf. Lasse links los und platziere dadurch einen neuen Wegpunkt.
Das funktioniert auch mit bestehenden Wegpunkten. Ich gebe dir den Tipp, halte dich am Anfang nicht damit auf, die Route immer wieder neu zu ordnen. Wenn du eine feste Vorstellung von den Zwischenzielen hast, so setze erstmal alle Wegpunkte der Route. Ändere dann zum Schluss in der Seitenleiste die Reihenfolge der Wegpunkte, bis die Route deinen Vorstellungen entspricht. Für eventuellere weitere Anpassungen nutze das Verschieben des Routenverlaufs auf der Karte. Alle gelernten Aktionen kannst du auch auf bereits gespeicherte, aus deinem Profil oder importierte Routen anwenden. Fassen wir noch einmal das Gelernte zusammen. Den Routenverlauf änderst du durch weitere Wegpunkte oder dem Verschieben von Punkten auf der Karte. Das kannst du auch bei bereits gespeicherten Touren machen. Bist du mit der Planung deiner Route fertig, kannst du sie ans Smartphone senden oder speichern. In beiden Fällen wird die Route in deiner Liste geplanter Touren gespeichert. Gebe der Tour einen Namen und lade auf Wunsch Freunde zur Tour ein. In diesem Fall wird sie sofort auf öffentlich gesetzt und ist für jedermann einsehbar. Im nächsten Fenster kannst du den Namen der Tour ändern, Teilnehmer einladen, sie umplanen, die GPX-Datei herunterladen und vieles mehr. Unter Umständen musst du am Smartphone die Ansicht der Liste geplanter Touren aktualisieren. Lege dazu den Finger auf den Bildschirm des Smartphones und wische nach unten. Ein drehendes Kreissymbol zeigt dir kurz an, dass die Liste neu geladen wird. Jetzt sollte deine neue Tour zu sehen sein. Zur Lösung eines solchen Problems habe ich das Video oben rechts erstellt. Fassen wir noch einmal das Gelernte zusammen. Du kannst die neue Tour speichern, nachträglich bearbeiten, Freunde einladen und vieles mehr. Ist sie am Smartphone nicht leicht zu sehen? Lade die Liste der geplanten Touren neu. Apropos finden, wenn du mehr über die Funktionen von Komoot wissen willst oder auch nach Hilfestellung bei Problemen suchst, ist die Playlist links oben genau richtig für dich. Die ganze Welt von Google Maps und My Maps erkläre ich dir in der Playlist unten links. Ich freue mich auf deine Fragen und Kritiken, genauso wie über einen Daumen hoch für dieses Video. Ich bin Thomas, bis zum nächsten Mal.